Hallo, hier bei Real Geschichte, bei Kung Fu Fitness Lifestyle. 1997 Weihnachtsfest, da hat die Wing Chun Schule sich getroffen in Wendthal zum Weihnachtsfest. Ja. Ihr hört es ja selber zahlt und es war so ein bisschen Sektstruktur in der Wing Chun Schule. Und jeder hat das, waren mindestens 40, 50 Schüler, die da waren, aus Aula und aus Gemeinde und sonst wo. Ja. Und es war ein riesiges Fest. Jeder hat das gleiche Essen bestellt wie der Sifu. Jeder hat den gleichen Tee bestellt wie der Sifu. Und ich war ein bisschen rebellisch drauf und war 19 und ja, ein bisschen beeinflusst auch von Ralf Gabbert und habe ja quasi, ein anderes Essen bestellt wie der Sifu, anstatt im Tee ein Weizerbier bestellt. Und habe noch ein Essen ohne geraucht. Ja, und ich war schon rebellisch unterwegs. Und weil ich immer so Sektenstrukturen gebrochen habe, war ich auch ein bisschen der Außenseiter in der Wing Chun-Schule da damals. Ja. Aber das war so ein Neujahrsfest. Und 98 war ich da in dem Büro vom Sifu drin. Das war da in dem Gebäude. Und da hat der Sifu zu mir gesagt, das hat dann ein anderer Schüler auch mitgekriegt, er hat gesagt, ich bin nicht dein Vater, ich bin nicht deine Mutter. Aber wenn die einmal mit der Zigarette erwischt, in meiner Gegenwart, schlage ich die durch und habe einen Stock in der Hand gehabt. Ja gut, ich habe da irgendwie gar nichts drauf gesagt. Ich habe gesagt, ich bin 19, der Förderraucher, habe ich glaube gesagt. Aber da hat mich dann nur BS angeguckt und hat es halt so ständig gelassen. Da war halt ein bisschen ein harter konservativ Knochen. Ja gut, sind ein paar Wochen ins Land gegangen. 98 schreibt man da jetzt. Und seht ihr die Stahltür dahinter? Da war ein Wochenendseminar in dieser Wing Chun Schule. Ja? Und da haben wir als Schüler da gewartet, die Tür war zu. Ja? Und ich habe da gewartet und dann eine Zigarette gehabt. Ja? Und habe die Orts in der Welle und dann sagt er zu mir, der Mitschüler: Ja, hast du keine Angst vom Vladimir, dass er die durchprügelt? Und ich so ganz, also so ein bisschen so helderhaft und mutig und rebellisch: Ich habe doch keine Angst vom Waldemar, ich habe doch keine Angst vom Vladimir. Ja? Und dann die Tür war ja noch zu, da hat einer geschrien: Vladimir, Vladimir. Ja? Ich habe nicht gewusst, wo ich mit den Zigaretten hat auch soll. Und die Tür ist langsam aufgegangen, oder weiß nicht mehr richtig, auf jeden Fall habe ich die Zigarette in den Mund genommen und der Vladimir schreit gekommen und ich habe auf dem Ding rumgehauen und hat so da, als hätte ich was essen, weil ich habe nicht gewusst, wo soll das Ding jetzt noch da. Mir ist nicht eingefallen, wo die noch da soll. Das war genau dahinter, vor dem Eingang. Und da habe ich so da, als hätte ich was essen und habe schon Angst gehabt vom Vladimir. Und der Vladimir hat gesagt: Ja, was isst du da, Timo? Ich sage: Oh, Schokolade, lecker. Und obwohl das ja richtig widerlich geschmeckt hat, war ja voll bitter. Und ja. Und dann sagt der Vladimir, der Sifu: Ja, hast du von mir auch Schokolade? Dann sage ich: Nein, ich habe schon alles gegessen. Und er: Oh, alles essen und nichts im Sifu übrig lassen, nichts die Kollegen. Und schon reingelaufen. Und weil ich dann war, habe ich den Tabak ausgespuckt. Dann habe ich so einen Giant Fat Film angeguckt. Battle Tomorrow oder so. Da haben sie beim Englisch auch ein bisschen Probleme. Das war der dritte Teil. Da war am Flughafen in Vietnam. Und hat dann auch eine Zigarette in den Mund genommen von dem Flughafenwächter oder so. Oder von dem, wo an dem Schalter war. Der war auch so ein bisschen armeemäßig angezogen. In Vietnam Kommunistentracht. Und hat eine Zigarette in den Mund genommen und hat später Tabak ausgespuckt. Ja. Na, und dann habe ich auch zurückdenken müssen an meine Jugendzeit, als ich das 1998 gemacht habe. Ja. War ganz schön krass. Ja, aber wie schon gesagt, ich habe sehr viel gelernt, wie man gut kämpft. Ja. Der Vladimir hat seine gute Seite gehabt. Ja. Und später hat mir das, als ich Türsteher war und in Partei aktiv war, hat uns oft das Leben gerettet. Ja. Und ich hoffe, dass ich in so eine Notwehrsituation nicht mehr komme. Weil das braucht kein Mensch. Ja. Auf jeden Fall haben wir ein paar alte Geschichten, ja, aus meiner Jugendzeit.